Gut, also heute machen wir das Immunsystem bzw. Seminar Abwehr. Das sind, ich habe es ein bisschen ergänzt, also die Folien, ich konnte sie hier leider nicht vollständig hineinstellen, ich weiß nicht wieso, aber ich werde das noch einmal heute oder morgen in der Früh dann die vollständige Präsentation auch mit den Fragen hineinstellen natürlich. Also, das sind jetzt schon die ersten Fragen, so zum Warmwerden wieder. Also, was ist ein Antigen, was ist ein HPV? Diese Frage ist auch bei den Seminaren dabei. Weiß das schon vielleicht irgendjemand von euch? Nein? Niemand hat sich schon ein bisschen schlau gemacht? Okay, gut, also dann erklären wir das. Ihr müsst es auch nicht können, erst nach dem Tutorial. Also, was ist ein Antigen? Ein Antigen wird jetzt im Endeffekt eine Immunantwort auslösen. Und das ist eben ein Makromolekül, an dem eben Antikörper oder antigenspezifische Rezeptoren binden können. Und genauer binden diese Antikörper an die Epitope. Und ein Antigen kann jetzt mehrere Epitope haben. Und das ist jetzt also die spezifische Stelle, an dem der Antikörper binden wird. Und jetzt können diese Epitope auch frei vorkommen und dann nennt man es Haptene. Aber Haptene können nicht alleine zumindest eine Immunantwort auslösen. Ja? Aber es kann sein, dass sie eben an einem Makromolekül binden und dann bilden sie ein Vollantigen und das kann wiederum eine Immunantwort auslösen. Und Haptene können auch Medikamente sein, zum Beispiel Penicillin kann zu Penicillinallergie führen oder auch Metalle. Schauen wir uns die nächste Frage an. In Seminar Abwehr kommen auch wieder Fragen vor, die wir schon im roten Blutbild gemacht haben. Deshalb hier noch einmal, wann kommt es zu einer Erhöhung der Blutsenkungsgeschwindigkeit? Wann kommt es zu einer Erniedrigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit? Das können Sie mir jetzt sicher beantworten. Also wann kommt es zu einer Erhöhung der Blutsenkungsgeschwindigkeit? Bei einer Entzündung. Genau, bei einer Entzündung. Sehr gut, ja. Und hat jemand eine Idee, wann es zu einer Erniedrigung der Blutsenkungsgeschwindigkeit kommen kann? Genau, wenn der Hämatokrit höher ist. Und da habe ich euch nochmal dieses Bild reingebracht, damit ihr nicht nochmal das ganze Tutorium vom roten Blutbild durchschauen müsst. Also, da seht ihr eben diesen Plasmaproteingehalt. Wenn jetzt eben die Akutphaseproteine erhöht sind, was eben bei der Entzündung der Fall ist, dann wirken die eben als Agglomerine, das heißt, sie erleichtern die Agglutination der Erythrozyten. Und hier auch eben, wenn der Hämatokrit erhöht ist, das ist jetzt zum Beispiel bei einer Erkrankung, bei der Neoplasie, nämlich bei der Polycythemie wäre der Fall. Und das ist eine Frage aus dem Seminar. Das ist eben eine 70-jährige Frau, die kommt normal zu einer Routineuntersuchung, die hat eine erhöhte Blutsenkungsgeschwindigkeit. Ja? Und da sieht sie das eben dargestellt, wie man das macht. Also wir nehmen das Röhrchen in einem antikoagulierten Blut ab und dann warten wir eine Stunde oder zwei Stunden und wir messen dann eben den Wert von hier oben bis zur Grenze zwischen Plasma und Erythrozyten. Und da hat sie dann halt die Fragen dazu, also wann ist die Senkung erhöht und so weiter. Und Indikationen können jetzt, also genau, und kann die Blutsenkung auch niedrig sein? Ja, es ist notwendig, weitere Untersuchungen durchzuführen. Was würdet ihr dazu sagen? Schon, ja. Warum nicht? Es bringt Geld, gell? Nein, also natürlich könnte man sagen, wir machen jetzt gerade bei so einer hohen Blutsenkungsgeschwindigkeit, wir machen neue Untersuchungen, aber natürlich muss man auch mal fragen nach der Anamnese, ist vielleicht krank und auf welchen Wert könnten wir schauen, den man oft als Parameter verwendet, gerade bei bakteriellen Entzündungen steigt der an, haben wir schon öfters gehört, welcher Wert ist das? Das beginnt mit C? CRP, sehr gut. Genau, das CRP würde ich mir zum Beispiel anschauen. Und die Blutsenkungsgeschwindigkeit ist eben erhöht bei Infektionen, Autoimmunerkrankungen, rheumatologischen Erkrankungen oder Tumorerkrankungen. Jetzt habt ihr schon eine Seminarfrage. So, die nächste Frage. Bitte von der höchsten zur niedrigsten Konzentration im Blut rein. Und da erinnere ich euch an meine tolle Eselsbrücke. Also wir haben die Neutrophilen, Basophilen, Erythrozyten, Lymphozyten, Eosinophile, Thrombozyten und Monozyten. Was sind die höchsten Zellen im Blut? Nein, die höchsten von allen da.
Nein, die höchsten. Erythrozyten, genau. Wie viel? 99%, ja. Und was sind die zweitnächsten? Nein. Nein. Thrombozyten, genau. Ich habe schon jemanden gehört. Und jetzt dürfte zu den Leukozyten kommen. Was sind jetzt die, was sitzt bei der Eselsbrücke? Weiß das jemand noch? Nachts leuchten meine Eier nicht blau natürlich. Okay. Und also was sind jetzt die höchsten? Die Neutrophilen, also danach die Lymphozyten, die Monozyten, Eosinophilen und die Basophilen. Und das seht ihr hier dargestellt noch, das habe ich euch auch noch reingebracht. Ihr seht hier, das sind also Millionen, also 5 Millionen pro Mikroliter. Und da haben wir 150 bis 400.000 etwa und bei den ganzen Leukozyten etwa 4.000 bis 11.000 pro Mikroliter. Und eben da die meisten, da sind noch die absoluten Werte. Das ist eben auch aus dem aus Study Guide M3E, habe ich das noch rausgenommen. Und jetzt noch zwei andere Fragen, zu denen wir dann bei den noch also zu kommen werden. Vielleicht weiß das jetzt jemand noch, welche lymphatische Organe sind primäre Lymphorgane, was ist ihre Funktion? Knochenmark, sehr gut. Und was noch? Thymus, sehr gut. Und was ist die Funktion? Nein. Genau, also die Reifung findet dort statt. Sehr gut. Und welche bekannte Virus befällt CD4-positive T-Zellen und Makrophagen? Das wisst ihr. HIV. Genau, sehr gut. Okay, das ist nochmal zur Wiederholung. Also wir haben eine pluripotente Stammzelle, die sich eben in eine lymphatische Vorläuferzelle teilt, die dann nachher eben die T-Zellen, B-Zellen, natürliche Killerzellen ergibt. Und eine myeloische Vorläuferzelle, die die Granulozyten, Monozyten und dendritischen Zellen ergibt. Und die Erythrozyten natürlich und die Thrombozyten. Aber genau, wir machen heute eben diese Zellen, deshalb habe ich sie da nicht hineingebracht. Und das soll jetzt einen Überblick geben. Also, wenn ihr faul seid, dann schaut euch das mal schnell an, einfach dann vor dem Seminar. Also einfach mal auf jeden Fall die Funktionen der einzelnen Zellen können und auch sie erkennen können. Also eben die Granulozyten, da haben wir eben die Neutrophilen, das sind eben die erste Abwehrfront. Ich werde jetzt nicht alle durchgehen, nur vielleicht auf die ich nicht so eingehe. Und die Mastzellen, die sind eben wichtig, weil sie auch zu einer Vasodilatation führen über Histamin. Und auf die anderen Zellen gehen wir eigentlich eh heute gut ein. Und die Monozyten entwickeln sich ja zu den Makrophagen im Gewebe. Wie heißen die Makrophagen im Knochen? Osteoklasten. Wie heißen sie in der Leber? Kupferzellen. Okay. Bis die siehst du. Also, was ist jetzt was sind jetzt die Ziele des Immunsystems? Einerseits wollen wir jetzt eben Schutz vom Krankheitserreger, Schutz vor schädlichen Substanzen und eben Schutz vor Tumoren. Und das ist ganz wichtig, das Schutz vor Tumoren, damit ihr einfach wisst, dass das Immunsystem eine große Rolle spielt in der Tumorbiologie. Wenn es jetzt eben zu einem Versagen kommt des Immunsystems, kann es jetzt eben zu vermehrten Infektionen kommen, an dem der Patient auch versterben kann. Oder eben es kommt zu vermehrten Tumorbildungen. Oder wenn bei einer Fehlregulation, also wenn das Immunsystem zu stark aktiv ist, hyperaktiv ist, dann könnte es eben eine Autoimmunerkrankung entstehen. Also wir erkennen körpereigene Substanzen als körperfremd und Allergien. Also, beginnen wir mal mit der ersten Barriere. Der Mensch ist eigentlich pausenlos Mikroorganismen ausgeliefert. Und das geschieht jetzt einerseits über die Augenbindehaut, über den Respirationstrakt, über den Gastrointestinaltrakt, durch Nahrungsaufnahme und dann natürlich auch die ganze Haut, ja, und auch die Genitalschleimhaut. Aber jetzt kommt, also trotz dieser vielen potenziellen Eintrittsporten, kommt es eben verhältnismäßig eigentlich zu wenig oder selten zu einer Infektion. Und der Grund dafür ist eben diese physikalischen und chemischen Barrieren,
Physikalisch kann jetzt eben sein, jetzt die Haut mit der Verhornung, dann die Schleimhaut durch die Glykoproteine, also GPS-Glykoproteine, und die verhindern jetzt eben durch diesen Schleim, dass die Mikroorganismen an den Epithelzellen binden können. Und dann haben wir noch das Flimmerepithel mit den Zilien, und das wird jetzt eben die Mikroorganismen nach draußen befördern. Und Darmperistaltik, über die natürlich auch Mikroorganismen aus dem Körper geschafft werden können. Und dann die chemische Barriere, die Magensäure, ist eben sauer, Abtötung von Bakterien. Dann Enzyme wie das Lysozym. Das Lysozym ist ja in der Tränenflüssigkeit, im Speichel und bewirkt eben die Zerstörung der Zellwand des Bakteriums. Und Pepsine und Defensine werden eben von Planetzellen gebildet, die sind eben im Ilium. Ja. Und wird jetzt eben diese erste Barriere überwunden, dann ist jetzt eben die Immunabwehr gefragt. Und das wird jetzt eben unser Thema heute sein. Also, wir haben einmal eben die unspezifische Immunabwehr, und das müsst ihr euch merken, das bedeutet auch die angeborene Immunabwehr, und die wird jetzt sofort vorhanden sein und sofort vor dem Erreger schützen. Die spezifische Immunabwehr, das ist eben auch die erworbene Immunabwehr genannt, und die braucht ihre Zeit. Sie muss erst aktiviert werden und hat eine gewisse Latenzzeit. Und wir unterscheiden eine zelluläre Immunantwort von einer humoralen Immunantwort. Zellulär ist selbsterklärend, humoral sind also die Stoffe, die in Körperflüssigkeiten vorkommen, wie zum Beispiel eben im Plasma oder in der Lymphe. Und wir beginnen heute jetzt einmal mit dem unspezifischen Immunabwehr, und danach werden wir nach und nach die verschiedenen Komponenten des Immunsystems uns erarbeiten. Also der zelluläre Anteil wäre jetzt bei der unspezifischen Immunabwehr eben die Makrophagen, die Monozyten und die Granulozyten, die dendritischen Zellen und die natürlichen Killerzellen. Das APC, weiß jemand vielleicht, was das schon jetzt heißt? Genau, antigenpräsentierende Zelle. Und das wird dann sehr wichtig sein, eben um die spezifische Immunabwehr zu aktivieren. Also, wir machen jetzt mit dem Makrophagen weiter. Warum? Weil er eben die erste Zelle ist im Endeffekt für bei der unspezifischen Immunabwehr. Wir stellen uns jetzt vor, dass es jetzt eben zu einer Infektion kommt. Und das sind jetzt eben die Bakterien. Und die werden jetzt vom Makrophagen aufgenommen über Phagozytose. Die Phagozytose schauen wir uns an, wie die funktioniert. Und der Makrophage ist natürlich auch verantwortlich, um andere Zelltrümmer abzubauen und zu entfernen, also auch zelleigene. Und wenn er jetzt eben dieses Bakterium phagozytiert, oder egal, wie der Erreger, dann wird er aktiviert und wird jetzt verschiedene Zytokine ausschütten. Und Zytokine sind ja Peptide, die die Immunantwort modulieren können. Und dann wird er eben über diese Zytokine andere Immunzellen rekrutieren. Also jetzt werden wir vor allem die Neutrophilen als erstes haben. Und er ist auch eine antigenpräsentierende Zelle. Und wir werden später auch sehen, eben die Regulation der Entzündungsreaktion und der Wundheilung. Also, wie funktioniert denn überhaupt jetzt diese Phagozytose? Und wie erkennt denn jetzt die Zellen der angeborenen Immunsystems die Erreger? Also das sind jetzt alle Zellen des angeborenen Immunsystems. Und das geschieht eben über sogenannte Mustererkennungsrezeptoren oder auch Pattern Recognition Receptors, und darunter fällt zum Beispiel Toll-like-Rezeptoren. Und die erkennen jetzt charakteristische Muster, das ist auch PAMs genannt, also pathogen-assoziierte molekulare Muster. Und die Muster können jetzt zum Beispiel eine spezifische Anordnung von Zuckermolekülen sein oder auch doppelsträngige RNA, das kommt zum Beispiel vor bei Viren, oder eben das LPS. Was ist das LPS? Das Lipopolysaccharid, richtig, genau. Und wo kommt das vor? Bei gramnegativen Bakterien in der Zellwand. Und das wird jetzt eben auch so ein charakteristisches Muster sein.
Aber mutiert jetzt das Bakterium, ja, verändert es jetzt seine Charakteristik, kann jetzt eben durch das angeborene Immunsystem dieser Erreger nicht erneut erkannt werden. Und dann wird eben die erworbene Immunabwehr von Bedeutung sein. Aber jetzt für das LPS, schauen wir uns das nochmal an. Also das entsteht eben bei gramnegativen Bakterien und wird jetzt eben gebunden. Das müsst ihr euch jetzt nicht genau merken, über welche Rezeptoren. Aber was ich hier eben andeuten wollte, ist eben, dass hier der Toll-like-Rezeptor sehr wichtig ist. Und der wird jetzt durch Bindung eben eine intrazelluläre Signalkaskade aktiviert und es kommt dann eben zur Bildung von Zytokinen über den Transkriptionsfaktor NF-kappa-B. Und hier seht ihr auch einen anderen Rezeptor, nämlich einen Rezeptor für das Komplementsystem. Das heißt, im Endeffekt, das angeborene Immunsystem hat sowohl Rezeptoren, also Mustererkennungsrezeptoren, darunter ist eben eine Untergruppe, die Toll-like-Rezeptoren, und auch Rezeptoren für das Komplementsystem, was wir dann gleich machen werden, und Rezeptoren für Antikörper, auch sehr wichtig. Und das Komplementsystem über diesen Mechanismus wird jetzt eben ermöglichen, der Makrophagen leichter zu phagozytieren und das nennt man eben Opsonierung. Schauen wir uns jetzt eben die Phagozytose an. Welche Zellen sind fähig zur Phagozytose? Das sind eben die Monozyten, die Makrophagen, die Granulozyten und die dendritischen Zellen. Und was wir hier dargestellt sehen, sind eben genau das, was ich gerade vorhin auf der Folie erwähnt habe. Wir haben eben hier einen Rezeptor, also FC-Rezeptor ist eben der Rezeptor für den Antikörper, dann CR für das Komplementsystem und Mannose, Fucose-Rezeptor ist eben für ein Mustererkennungsrezeptor. Und über die wird jetzt eben zum Beispiel dieses Bakterium erkannt. Und danach wird es eben in ein Phagosom aufgenommen und dabei wird jetzt eben der Sauerstoffverbrauch so stark ansteigen, nämlich um das 50- bis 100-fache, dass reaktive Sauerstoff- und Stickstoffmetaboliten entstehen. Und durch diese werden jetzt eben dieses Bakterium abgetötet und des Weiteren wird es auch mit Lysosomen verschmelzt. Es verschmilzt doch mit Lysosomen und dann nennt man das auch Phagolysosom. Und an dem Lysosom sind jetzt eben auch Enzyme, also hydrolytische Enzyme, die die Zerstörung des Bakteriums bewirken. Ah ja, und hier, also es gibt eben Bakterien, wie zum Beispiel die Mykobakterien bei der Tuberkulose, die bewirken jetzt eben, die verhindern die Verschmelzung von Phagosom mit dem Lysosom. Okay, und jetzt werden eben Zytokine freigesetzt und wenn der Makrophage aktiviert wird und diese Zytokine, das sollt ihr euch merken, sind eben Peptide, die jetzt eben die Immunantwort steuern werden. Und da haben wir eben fünf Hauptgruppen, die Interleukine, die Interferone, die koloniestimulierenden Faktoren, Tumornekrosefaktoren und die Chemokine. Und was werden jetzt diese Zytokine alle machen? Sie werden Wachstum und Differenzierung von Abwehrzellen bewirken. Also wir können jetzt eben systemisch dann eine Neutrophilie haben, das werdet ihr auch bei den Seminarfragen sehen. Systemische Wirkung auch wie Fieber, das gehe ich euch gerne mit euch noch heute durch. Das dauert nicht lang, lokale Gefäßdurchblutung und Chemokine. Und die Chemokine sind jetzt eben wichtig, damit dann die Neutrophilen angelockt werden. Also Chemokine sind Stoffe, die eben die Entzündungszellen anlocken werden. Und da seht ihr dann eben diese verschiedenen Wirkungen von den Interleukinen, also von den Zytokinen, die freigesetzt werden. Und wir gehen teilweise darauf ein, zumindest das, was seminarrelevant ist. Und jetzt hier habt ihr eben schon einen Teil der humoralen Antwort. Also die Zytokine sind eine humorale Antwort und sind natürlich aber auch wichtig bei der spezifischen Immunabwehr. Ein anderes System ist das Komplementsystem. Wir sind kurz darauf zu sprechen gekommen, jetzt gehe ich näher darauf ein. Also das Komplementsystem, das wird jetzt eben
Komplementfaktoren bestehen, sind eben Plasmaproteine und das ELCR der Blutgerinnung. Denn auch hier kommt es zu einer proteolytischen Spaltung und es wird eine Kaskade aktiviert. Und es soll eben nur dort aktiviert werden, wo auch die Entzündung stattfindet. Und jetzt haben wir drei Wege zur Aktivierung dieses Komplementsystems. Das solltet ihr wissen, es gibt eine Frage dazu. Und das ist eben der klassische Weg. Also über Antikörper, Antigen-Antikörperbindung wird jetzt das C1, der C1-Faktor aktiviert. Und wenn ihr euch merkt, C1 aktiviert einfach C4 und C2. Und dieses C2 und C4 wird jetzt, also C4b und C2a, es werden nämlich immer zwei Fragmente gebildet, die bilden jetzt dann die C3-Konvertase. Und die C3-Konvertase macht jetzt eben aus C3, C3a und C3b. Und die werden jetzt die Wirkung, also C3b wird jetzt sehr wichtig sein für die Opsonierung. Also was ist jetzt Opsonierung? Die Erleichterung der Phagozytose. Also es werden jetzt die Erreger markiert, die Oberflächen werden markiert und auf diese Weise wird die Phagozytose erleichtert. Und dann wird C3b auch noch C5 aktivieren und über C5b wird dann der lytische Komplex eingeleitet, also C5b, C6, C7, C8, C9. Das sind alles eben Faktoren, die wichtig sind für den lytischen Komplex, also für den Membranangriffskomplex. Das solltet ihr auch wissen. C3a, C5a wirken eben als Chemokine. Schauen wir uns noch an. Und dann gibt es noch zwei andere Wege, die eben im Endeffekt auch in diese C3-Konvertase münden, nämlich den Mannose-bindenden Lektinweg. Also Mannose bindet an Lektin und bewirkt dadurch die Aktivierung von Serinproteasen und im Endeffekt wird C4, C2 aktiviert. Und dann ein alternativer Weg ist eben über Pathogenoberflächen. Das wäre zum Beispiel das LPS. Also die Funktionen solltet ihr einfach wissen. Zelllöse, lokale Gefäßpermeabilität, Chemotaxis und Opsonierung. Und das seht ihr eben ein Beispiel jetzt eben für die Chemokine, also C3a, C4a und C5a. Was bewirkt es? Einerseits führt es dazu zur Freisetzung, also zur erhöhten Gefäßpermeabilität, dass eben Antikörper und weitere Komplementfaktoren austreten ins Gewebe, dort wo sie gebraucht werden und auch es werden vermehrt Adhäsionsmoleküle gebildet, damit eben die Leukozyten an den Endothel anhaften können und ins Gewebe eintreten können. Und sie werden angelockt. Also die Leukozyten besitzen dann auch Chemokinrezeptoren, also zum Beispiel eben Komplementrezeptoren und sie wandern in Richtung des höheren Gradientens. Da seht ihr eben, dass C3b als Opsonin wirkt und hier Komplementsystem für den membranangreifenden Komplex, das sind eben diese Faktoren und die bewirken jetzt eben eine Porenbildung, sodass die Zellintegrität aufgelöst wird und es zu einer Zelllyse kommt. Okay, also wir haben jetzt schon sehr viel von der unspezifischen Immunabwehr kennengelernt und wir haben gesehen, eben, dass die Funktion jetzt im Endeffekt ist eben eine schnelle Beseitigung des Erregers und natürlich auch den physiologischen Zustand wiederherzustellen. Und eine andere Funktion wird jetzt sein, eben das erworbene Immunsystem auch zu aktivieren. Und das geschieht jetzt eben über diese antigenpräsentierenden Zellen. Und das ist jetzt sehr wichtig. Wenn ihr was nicht versteht, dann bitte meldet euch. Also, bei den antigenpräsentierenden Zellen, welche sind das? Das sind eben die Makrophagen, die Monozyten, die dendritischen Zellen und die B-Zellen. B-Zellen schauen wir uns später an, ja? Die wichtigste Zelle, und das solltet ihr euch wirklich merken, ist eben die dendritische Zelle. Die ist die wirkungsvollste antigenpräsentierende Zelle und sie ist eben das Bindeglied zwischen der erworbenen und der angeborenen Immunität. Und wo kommt sie vor? Eben im Gewebe, also unter der Haut zum Beispiel, da werden sie Langerhanszellen genannt und im lymphatischen Organen.
Und sie, die dendritische Zelle, ist jetzt nicht nur zur Phagozytose, also zur rezeptorabhängigen Endozytose fähig, sondern auch zur Makrospinozytose, die rezeptorunabhängig ist. Und über diese werden jetzt eben Antigene aufgenommen, beziehungsweise Erreger und Bakterien. Und was wird jetzt passieren? Der Makrophage, die dendritische Zelle, nimmt jetzt eben über Endozytose, also über Makrospinozytose und Phagozytose, Erreger auf, wird diese prozessieren, er wird aktiviert und wird jetzt zu den regionalen Lymphknoten wandern, in Richtung eben Lymphknoten. Und was mit dem Lymphknoten passiert? Die Lymphozyten werden dort sein und er kann eben die T-Zellen aktivieren. Habt ihr das verstanden, alle? Ist es jetzt gerade schwer oder geht das? Es geht. Es geht, okay, gut. Gut, ich bin mir nämlich jetzt nicht mehr so sicher, weil, ja, okay, gut. MHC-Moleküle. Es muss jetzt auch Rezeptoren geben, über die diese Antigene präsentiert werden. Und diese Moleküle nennt man eben Haupthistokompatibilitätsmoleküle. Und das ist eben das MHC Klasse 1 und das MHC Klasse 2. Und das MHC Klasse 1 das ist auf allen kernhaltigen Zellen und auch auf Thrombozyten. Und MHC Klasse 2, das ist jetzt eben auf den antigenpräsentierenden Zellen. Welche Zellen sind jetzt antigenpräsentierende Zellen? Genau, dendritische Zellen, genau. Okay, und damit ihr euch das gut merken könnt, also die MHC Klasse 1 Moleküle werden jetzt an die CD8-positiven T-Zellen präsentiert und die MHC Klasse 2 Moleküle eben an die CD4-positiven T-Zellen. Ihr habt ja diese zwei Formen von T-Zellen, das wisst ihr schon, die zytotoxischen, also CD8, und die Helferzellen, die CD4. Und da könnt ihr euch eben das merken mit 2 mal 4, also 2, 4 und 1 mal 8 macht eben 8. Und bei Menschen nennt man das eben HLA-System bzw. humanes Leukozyten-Antigensystem und es wird jetzt von verschiedenen Genen kodiert. Und das ist extrem wichtig, weil da werdet ihr ganz viele Erkrankungen kennenlernen, die eben mit diesen HLA Merkmalen assoziiert sind und gerade auch bei Transplantationen wird man auf diese HLA-Merkmale schauen. Zum Beispiel Diabetes mellitus ist assoziiert, also Diabetes mellitus Typ 1 ist assoziiert mit HLA, DR3 und DR4. Und dann gibt es noch so Multiple Sklerose, also alle möglichen Autoimmunerkrankungen können jetzt eben assoziiert sein mit bestimmten Merkmalen. Deshalb bringe ich das jetzt hinein, weil, damit ihr das dann später leichter versteht. Gut, wie funktioniert das? Also, wir haben hier unten abgebildet eben MHC1. MHC1 immer auf allen kernhaltigen Zellen. Und was wird jetzt passieren? Über diese MHC-Klasse 1 Moleküle werden jetzt in CD8-positiven Zellen Informationen über das intrazelluläre Leben gebracht, nämlich die Proteine werden eben abgebaut und die dann über einen Transporter aufgenommen in das endoplasmatische Retikulum und dann werden diese Peptide, also diese Fragmente, auf den MHC Klasse 1 Molekülen gebunden und dann eben über Vesikeln zur Zellmembran gebracht. Und auf diese Weise informiert die Zelle seine Umgebung, also die Lymphozyten, was im Zellinneren vor sich geht. Als ich das gehört habe, fand ich das voll interessant und voll cool. Ich meine, schon, der Körper ist einfach schon ein Wahnsinn. Und dann habt ihr eben, wenn ihr zum Beispiel bei einer Virusinfektion, entstehen ja auch virale Proteine. Und auch diese werden dann präsentiert. Das heißt, diese CD8-positive Zelle wird wissen, das ist eine virusinfizierte Zelle und kann sie dann töten. Jetzt bei MHC Klasse 2 wird das etwas anders sein. Das wird jetzt eben wichtig sein für die CD4-positiven Zellen, also für die Helferzellen. Und da werden jetzt eben
Informationen von außen. Also es werden Krankheitserreger zum Beispiel aufgenommen und die werden danach auch wieder abgebaut. Es entstehen Peptide und die werden dann mit Vesikeln, in denen eben MHC-Klasse-2-Moleküle sind, gebracht und die binden an den MHC-Klasse-2-Molekülen und dann werden die auch präsentiert. Das heißt, durch diesen Mechanismus weiß die CD4-positive Zelle, okay, da ist ein Krankheitserreger und kann jetzt zum Beispiel den Makrophagen dazu stimulieren, noch mehr zu Phagozytose. Und wird natürlich dadurch auch aktiviert. Das ist jetzt eine Zusammenfassung. Also diese MHC-Klasse C1 ist im Endeffekt, wird erkannt vom T-Zell-Rezeptor. Der T-Zell-Rezeptor wird ja dann im Endeffekt wichtig sein für die Spezifizität. Das heißt im Endeffekt, dass ein gewisses Antigen wird dann vom T-Zell-Rezeptor erkannt, genauso vom B-Zell-Rezeptor. Und er braucht auch Co-Rezeptoren, das ist zum Beispiel eben das CD8 oder das CD4, je nachdem, Helferzelle oder zytotoxische T-Zelle. Und was hier noch interessant ist, jetzt könnte sich die Zelle denken, nehmen wir an, das ist eine Tumorzelle, okay, gut, ich werde jetzt einfach keine MHC-Klasse 1-Moleküle mehr präsentieren, also werde ich auch keine Tumorproteine, weil auch die Tumorproteine werden ja im Endeffekt abgebaut und präsentiert. Also denkt sie sich, okay, ich bilde jetzt auch keine MHC-Klasse 1-Moleküle. Aber da haben wir einen anderen Mechanismus, eine andere Zelllinie, nämlich die natürlichen Killerzellen. Die tasten jetzt die Zellen ab und wenn die kein MHC-Klasse 1-Molekül haben, dann töten sie sie. Also sollten sie sie zumindest töten. Okay, das ist jetzt genau das, was ich gerade gesagt habe. Also hier ist kein MHC-Klasse 1-Molekül und die Zelle wird getötet. Über was? Das solltet ihr wissen, natürliche Killerzelle über Perforine und Granzyme. Okay, ist jetzt eben die zweite Barriere auch überwunden und wird jetzt eben das spezifische Immunsystem aktiviert. Und da haben wir jetzt eben diese Komponenten, nämlich die B-Zellen und die T-Zellen. CD8, zytotoxisch, CD4, Helferzellen. Da gibt es ja zwei Formen, nämlich die TH1-Zellen und die TH2-Zellen. Das ist eigentlich noch viel komplexer, aber das reicht, wenn ihr das wisst. TH1 und TH2, wir werden dann kurz drauf eingehen. Und die Helferzellen werden jetzt eben die B-Zellen aktivieren. Und was wird aus den B-Zellen werden? Plasmazellen. Und die Plasmazellen werden jetzt Antikörper bilden. Also IgA, IgG, IgM, IgE. Und diese Antikörper gehören wiederum zu der spezifischen humoralen Antwort. Ist das soweit klar? Okay. Gut, das ist jetzt nochmal eben genau das, was ich gesagt habe. Und ihr versteht schon, wir werden jetzt unterscheiden da zwischen extrazellulären Erregern und intrazellulären Erregern. Bei intrazellulären Erregern wird jetzt eben vor allem die zellvermittelte Zytotoxizität, also die CD8-positiven Zellen, sehr wichtig sein. Und bei den extrazellulären Erregern gerade eben die Antikörper. Okay, das haben wir schon ein bisschen gemacht im Tutorium Rotes Blutbild. Also wir haben die lymphoide Vollläuferzelle, die sich eben aus der pluripotenten Stammzelle entwickelt. Und die wird jetzt eben die B-Lymphozyten-Vollläuferzelle ergeben und die T-Lymphozyten-Vollläuferzelle. Jetzt werden die Vollläuferzellen eben sich heranreifen im primären lymphatischen Organe, darunter fällt eben der Thymus, also für die T-Lymphozyten eben das Knochenmark, für die B-Zellen. Und diese Reifung werden wir kurz beim Thymus anschauen, damit ihr das auch versteht, was das überhaupt Reifung heißt. Und wenn die herangereift sind, dann nennt man sie naive T-Zellen. Also ihr werdet immer in der Literatur eher lesen, naive T-Zellen. Und wenn sie aktiviert werden, nämlich wo? In den sekundären lymphatischen Organen, dort findet die Antigenpräsentation statt. Da schauen wir uns das an, wenn es im Lymphknoten stattfindet. Andere sind eben die Milz, die Tonsillen, Peyerischen Plaques im Ilium und der Appendix. Und jetzt haben wir eben diese Antigenpräsentation, jetzt werden die Lymphozyten aktiviert und es entstehen Effektorzellen und eine Gedächtniszelle. Okay, jetzt schauen wir uns das ganz kurz nur an mit der T-Zellreifung, nur dass ihr das ein bisschen verstanden habt. Also,
den Thymus. Da werden jetzt eben die Vorläufer T-Zellen zum Thymus gelangen und dort heranreifen. Und wenn am Anfang sind sie auf, haben sie diese ganzen Rezeptoren noch gar nicht. Und erst dann, wenn sie proliferieren und beginnen sie eben dann zu, diese T-Zell-Rezeptor, den CD3, CD8, CD4 zu exprimieren. Da exprimieren sie, exprimiert der Thymozyt bzw. der T-Lymphozyt, da ist wieder noch Thymozyt genannt, CD8 und CD4 gleichzeitig. Später wird sich das dann eben ändern. Und dann gibt es eben zwei Mechanismen und die sind eigentlich sehr wichtig für das Verständnis, nämlich die positive Selektion und die negative Selektion. Und bei der positiven Selektion werden jetzt eben die T-Zellen überleben, die MHC-Klasse 1 und MHC-Klasse 2 Moleküle erkennen. In einem nächsten Schritt kommt es eben zu dieser negativen Selektion. Alle T-Zellen, die körpereigene Peptide erkennen, ja, aber als fremd erkennen, werden jetzt in Apoptose geschickt. Es wäre extrem schlimm, wenn diese T-Zellen gegen unsere eigenen Zellen sich richten würden, dann entstehen eben Autoimmunerkrankungen. Also ihr könnt euch vorstellen, wie wichtig dieser Mechanismus ist. Und das nennt man eben Toleranzinduktion. Und das ist so interessant, da lernt ihr noch ganz viel darüber, also im Block 8, wenn ihr wollt. Und das ist dann auch sehr komplex, das ist eben über die Epithelzellen und über die dendritischen Zellen erfolgt das. Und im Endeffekt werden 95% der T-Zellen in Apoptose gehen. Habt ihr das ein bisschen verstanden? So, Lymphe. Was ist Lymphe? Das solltet ihr jetzt wissen. Also wir haben die Lymphe, das haben wir uns angeschaut, entsteht ja durch den effektiven Filtrationsdruck. Das heißt, es wird Plasma, also Flüssigkeit aus dem Kapillarbett gepresst und die Lymphe ist jetzt im Endeffekt die Flüssigkeit, die nicht im venösen Schenkel resorbiert wird. Das seht ihr hier dargestellt. Und das ist ein offenes System. Das ist wichtig, dass ihr euch das merkt. Und da bekommen jetzt eben Elektrolyte, Proteine, auch Chylomikrone vor Lymphozyten und Antigene. Und das ist schon wichtig, dass ihr euch merkt, Lymphe, okay, da kommen auch Antigene vor. Ja, weil das ist ja eigentlich immerhin auch der Sinn der Sache für das Immunsystem dann. Und dort werden dann die über Lymphgefäße, also über afferente Lymphgefäße, zu den Lymphknoten gelangen. Und im Lymphknoten findet ja die Aktivierung statt, aber die efferenten Lymphgefäße münden dann im Endeffekt im Ductus thoracicus, den solltet ihr auf jeden Fall euch merken. Und das ist das größte lymphatische Gefäß und das mündet dann eben in der linken, also in der Vena subclavia sinistra, also im venösen System, beziehungsweise wieder in die Blutbahn. Das heißt, wir haben wieder hier, es geht wieder zurück, alles ins Blut. Und es werden täglich etwa 2 bis 3 Liter Lymphe transportiert wieder zurück in die Blutbahn. Also extrem viel. Okay, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Also, der Lymphknoten wird jetzt eben zuständig sein, einen gewissen Körperabschnitt zu, ist wichtig für die Drainage. Und jetzt haben wir schon gesehen, über das afferente Lymphgefäß werden jetzt eben die Antigene zum Lymphknoten gebracht oder auch aktiv über die dendritische Zelle. Und jetzt können sich aber fragen, okay, aber wie kommen denn die Lymphozyten jetzt eben zu den Lymphknoten? Und das solltet ihr euch auch merken, das sind eben diese hochendothelialen Venolen, die werden immer wieder gerne gefragt. Und über die sind eben im lymphatischen Gefäß. Und über die können die Lymphozyten eben in den Lymphknoten gelangen, ins Gewebe gelangen, beziehungsweise in die Follikeln. Und dort findet dann ja eben die Antigenpräsentation statt. Und jetzt kommen wir kurz zum Aufbau. Also ihr habt hier die mehrere afferente Gefäße und ein efferentes Gefäß. Und ganz außen ist der Cortex oder die Rinde, wo sich die B-Zellen befinden oder auch in den Follikeln. Und dann der Paracortex, in dem sich dann eben die T-Zellen befinden. Und diese unterschiedliche Ansammlung von den Lymphozyten
kommt dadurch zustande, dass die, das ist durch die Zytokine dann gesteuert. Und wenn jetzt eben eine T-Zelle aktiviert wird, wird sie jetzt ihre Zytokinrezeptoren verändern, sodass die T-Zelle dann in Richtung B-Zelle wandert. Und dann habt ihr noch den Mark und den mit dem Sinus. Okay, das ist jetzt, damit ihr das einmal versteht, was ich da alles gerade erwähnt habe, weil wenn man das erste Mal hört, ist es sicher sehr viel. Also wir haben jetzt hier ein Bakterium, das wird jetzt eben über die dendritische Zelle erkannt, aufgenommen, prozessiert und gelangt jetzt über das afferente Gefäß, Lymphgefäß, in den Lymphknoten. Was geschieht dort? Dort werden die T-Zellen aktiviert. Wir haben zwei Formen, wir haben die zytotoxischen T-Zellen und die T-Helferzellen, die CD4-positiven. Und die werden jetzt wiederum dann eben in die Blutbahn gelangen und dann eben zum Entzündungsort bzw. zum Infektionsort gelangen. Was wird passieren? Sie werden einerseits proliferieren und Gedächtniszellen bilden und eben Effektorzellen. Und jetzt werden eben Makrophagen durch sie aktiviert, die B-Lymphozyten werden aktiviert, also zur Antikörperbildung und noch vieles andere. Okay, wie erfolgt diese T-Zellaktivierung? Wir haben das schon kennengelernt. Das erste Signal haben wir schon gemacht im Endeffekt, über den T-Zellrezeptor und das MHC-Molekül. Und jetzt reicht es aber nicht aus und es braucht auch ein zweites Signal. Und dieses zweite Signal sind eben die Zytokine und andere Rezeptoren. Das merkt sich einfach. Zytokine und andere Rezeptoren werden benötigt. Und die bewirken jetzt eben, dass der T-Zelle in den Zellzyklus wieder, also wieder sich beginnt zu teilen und Interleukin 2 produziert. Und das Interleukin 2 ist jetzt wesentlich für die Proliferation und die Differenzierung der T-Zellen. Wenn jetzt dieses zweite Signal gar nicht da ist, dann wird die T-Zelle nicht aktiviert, sondern sie geht in einen Zustand über, nämlich den Zustand der Allergie. Und das müsst ihr noch nicht wissen, aber das ist so eigentlich fürs Verständnis wichtig, weil auf diese Weise entsteht auch diese periphere Toleranz. Also die Allergie ist dann einfach, die T-Zelle kann nicht mehr aktiviert werden und kann kein Interleukin 2 mehr produzieren und kann nicht mehr auf diese Weise proliferieren und sich differenzieren. Okay, jetzt das ist wichtig, dass ihr euch das merkt, die CD8-positiven Zellen sind die zytotoxischen T-Zellen, das kennt sie schon. Die Granzyme und Perforin. Perforin ermöglicht eben eine Porenbildung und über die Granzyme gelangen eben, also über die Poren gelangen die Granzyme in die Zielzelle und dort werden Caspasen aktiviert. Caspasen sind ja wichtig eben für die Einleitung der Apoptose. Und ein anderer Mechanismus, genauso wichtig, ist eben über Fasligand, der bindet am Fasrezeptor. Es haben manche Zellen einen Fasrezeptor. Und dort, wenn das bindet, dann bewirkt das eben auch eine Aktivierung der Caspasen, also eine Apoptose. Und jetzt was ganz Interessantes, die Tumorzellen exprimieren auch einen Fasrezeptor und können dadurch eben auch abgetötet werden. Jetzt kann aber die Tumorzelle was ganz Cooles machen, nämlich sie bildet jetzt auch Fasligand. Was wird passieren? Sie wird jetzt die T-Zelle im Endeffekt in Allergie schicken. Das heißt, sie entwischt dem Immunsystem. Ja. Jetzt müsst ihr alle wow sagen. Okay, gut. So, CD4-positive T-Zellen, da kennt ihr jetzt eben die TH1 und TH2. Die zwei solltet ihr euch merken. Und die werden jetzt eben im Endeffekt beide natürlich gebildet, aber je nachdem, was wir brauchen, ob wir eher eine zelluläre Antwort haben wollen oder eine humorale Antwort haben wollen, werden wir eher TH2 oder TH1 bilden. Und TH1 wird jetzt wichtig sein für die Stimulierung der CD8-positiven Zellen und für die Makrophagenaktivierung. TH2, die Zellen werden jetzt wichtig sein für die Stimulation und Differenzierung der B-Zellen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Das heißt, welche Zellen
Zellen wird jetzt wichtig sein für die humorale Antwort. TH2 oder TH1? TH2, genau. Und für die zelluläre eher TH1. Das seht ihr hier noch einmal dargestellt, damit ihr nicht den Überblick verliert bei diesen vielen Informationen. Und jetzt schauen wir uns die B-Zellaktivierung an. Dieses Tutorial heute ist auch übrigens nicht zu lange. Also ihr müsst nicht so lange durchhalten heute mit der Aufmerksamkeit. Also B-Zellaktivierung, wie findet das statt? Wir haben uns gerade eben also erwähnt, dass es über die TH2-Zellen funktioniert. Das seht ihr hier wieder, MHC Klasse 2 wird präsentiert, das Antigen, unter T-Zellrezeptor wird es erkennen. Und dann brauchen wir auch wieder ein zweites Signal, das ist eben über die Zytokine und über andere Rezeptoren. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, aber wie gelangt jetzt dieses Antigen bei der B-Zelle auf das MHC2-Molekül? Das geschieht eben dadurch, dass die B-Zelle zellgebundene Antikörper hat, also das ist im Endeffekt der B-Zellrezeptor, das sind zellgebundene Antikörper und die werden dann bei Bindung internalisiert, also ins Innere aufgenommen und genauso wie vorhin, wie wir gesehen haben, mit Vesikeln verschmelzt. Sie verschmelzen mit Vesikeln in denen eben MHC Klasse 2 Moleküle vorhanden sind. Und auf diese Weise werden jetzt eben die Antigene dann präsentiert. Also die B-Zelle ist auch eine antigenpräsentierende Zelle. Okay. Also nochmal diese Folie, dann haben wir eine Pause. Also B-Zellaktivierung. Was haben wir? Wir haben hier eben, sie wird aktiviert, es kommt zu einer Proliferation und zu einer Differenzierung. Und die B-Zelle wird sich jetzt differenzieren in die Plasmazelle, die als erstes IgM bilden wird. Das müsst ihr euch auf jeden Fall merken, auch schon im ersten Jahr. IgM wird als erstes ansteigen. Und es werden auch Gedächtniszellen gebildet. Und dann haben wir eben eine prime Antwort, das heißt die Antwort, die bei Erstkontakt mit einem bestimmten Antigen entsteht. Also wird was gebildet? Zuerst IgM. Und diese prime Antwort wird länger dauern. Okay? Und bei einer sekundären Antwort, dadurch, dass wir diese Gedächtniszellen haben, werden jetzt wesentlich schneller wieder Plasmazellen entstehen, ja? Also Effektorzellen, und es kommt schneller zu Immunglobulinbildung, also zur Antikörperbildung. Das seht ihr hier eben. Steigt es wesentlich rascher an. Und jetzt werden nicht zuerst IgM gebildet, sondern gleich IgG. Ja? Weil IgG im Endeffekt funktionstüchtiger ist als IgM. Die Immunglobuline schauen wir uns jetzt nach der Pause an. Ja, also, falls ihr jetzt noch Fragen habt, könnt ihr sie mir jetzt gleich stellen oder dann eben in der Pause. Und wir machen jetzt im Endeffekt nachher jetzt noch die Immunglobuline durch, die lokale Entzündung, das sind alles Sachen, die jetzt wesentlich leichter sind als diese erste. Ja? Okay, also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele von euch so motiviert waren, jetzt noch diese Fragen durchzumachen, aber wie gesagt, das ist jetzt echt ein kurzes Tutorial, das heißt, wir sind noch bald fertig. Also gehen wir sie ganz kurz durch, nur damit ihr euch die Sachen auch merkt und festigt. Also welche Zellen sind antigenpräsentierende Zellen? Dendritische Zellen, habe ich gehört. Makrophagen, Monozyten und die B-Zellen. Sehr gut. Welche Komplementfaktoren bilden den membranangreifenden Komplex? Es beginnt mit C5 und endet mit C9. Okay, also C5 bis C9. Was bedeutet Opsonierung? Das wisst ihr. Es erleichtert die Phagozytose und es werden die Oberflächen markiert. Über welche Rezeptoren verfügen Zellen der angeborenen Immunität? Das haben wir ganz am Anfang gemacht vor der Phagozytose. Was sind das für Rezeptoren? Muster, genau, also ja, hast du es nicht gesagt, oder? Genau, Toll-Like-Rezeptoren, das sind eben Teil der Mustererkennungsrezeptoren, dann eben Rezeptoren für die Immunglobuline und Rezeptoren für die Komplementfaktoren. Ein ausgedehntes Gefäßsystem, dass die extrazelluläre Flüssigkeit aus den Geweben sammelt und ins Blut zurückführt, nennt man, wie? Genau, das lymphatische System. MHC1 wird erkannt von, ja, CD8,
von MHC2 von CD4, also 2 mal 4, 1 mal 8. Beispiel für eine physiologische passive Immunisierung, was könnte das sein? Das ist noch nicht vorgekommen, vielleicht weiß es aber schon jemand. Eine physiologische passive Immunisierung. Was ist eine passive Immunisierung? Was wird dabei gegeben? Wie? Genau, Immunglobuline, Antikörper, genau. Und wo findet das statt? Sehr gut, bei der Übertragung von der Mutter auf das Kind. Das schauen wir uns noch genau an. Das solltet ihr dann auch beim Seminar dann wissen. Sehr gut. Welche Zellen sind wichtig für die Abtötung von Zellen, die keine MHC1-Moleküle exprimieren? Sehr gut. Natürliche Killerzellen. Wow, ihr passt eh voll auf. Okay. Weshalb ist die negative Selektion im Thymus so wichtig? Welche Krankheiten könnten ohne diesen Mechanismus entstehen? Wie? Genau, Autoimmunerkrankungen, eben für die Toleranzinduktion. Wie wirkt die CD8-positive T-Zelle zytotoxisch? Über was für, das kennt ihr, das ist sicher auch schon eine SIP1-Frage gewesen. Granzyme und Perforine, genau. Welches Interleukin ist besonders wichtig für die Proliferation und Differenzierung der T-Zellen? Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ja, Interleukin 2, sehr gut. Welches Immunglobulin wird als erstes von einer Plasmazelle bei Erstkontakt produziert? IgM, super. Okay, jetzt gehen wir eben auf die Antikörper ein. Das ist also jetzt die humorale Antwort. Also die Struktur und Funktionen und die Klassen machen wir jetzt. Also, das ist jetzt eben alles wichtig für das Seminar, dass ihr das könnt. Also wir haben hier oben abgebildet, eben schematisch halt die schwere Kette, zwei schwere Ketten und zwei leichte Ketten. Und die werden über die Sulfidbrücken verbunden. Und jetzt ist wichtig, dass ihr unterscheidet zwischen einer variablen Domäne hier und einer konstanten Domäne. Ja? Weil die variable Domäne wird jetzt eben die das spezifische Epitop binden, also ist die Antigenbindungsstelle, und die konstante Domäne ist jetzt eben der Bereich, wo der Rezeptor, wo man es am Rezeptor binden kann. Und die leichte Kette besteht jetzt eben aus einer variablen Domäne und einer konstanten Domäne. Und die schwere Kette eben aus einer variablen Domäne und drei konstanten Regionen. Und jetzt haben wir eben diese konstanten Regionen, die werden jetzt eben entscheiden, zu welcher Immunklasse das Immunglobulin gehört. Und jetzt haben wir fünf Klassen, nämlich IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. Da gibt es auch noch Subtypen bei IgG und bei IgA, müsst ihr jetzt aber nicht unbedingt wissen. Und ja, das war es eigentlich eh schon. Jetzt schauen wir uns das noch an. Also geben wir Papain, das wird aus der Papaya gewonnen, und das ist eine Protease, und die spaltet jetzt eben diese Disulfidbrücke und bewirkt dann eben, dass drei Fragmente entstehen, nämlich zwei Farbfragmente und ein FC-Fragment. Und die Farbfragmente werden jetzt eben die variable Domäne enthalten, und das FC-Fragment eben, das ist jetzt eben spezifisch für die Immunglobulin-Klasse. Und da seht ihr das nochmal genauer abgebildet mit den Disulfidbrücken und mit der konstanten Region und mit der variablen Region. Okay, diese Diversität von Antikörpern, wie kommt die zustande? Also die variable Domäne wird ja jetzt eben wichtig sein für die Spezifität. Und die wird jetzt kodiert von mehreren Gensegmenten. Und während der Reifung, also jetzt die Reifung findet ja eben im Thymus und in den Knochenmark statt, werden jetzt eben diese Gensegmente unterschiedlich miteinander kombiniert. Und dann spricht man von somatischer Rekombination. Und das eben ist wichtig für diese Diversität. Und diese Umordnung, die wird jetzt eben irreversibel sein. Das bedeutet, dass die Mutterzelle, wenn sie jetzt eben, also wenn die T-Zelle aktiviert wird zum Beispiel, dann werden die Zellen, die daraus entstehen, also die Tochterzellen, dasselbe Antigen erkennen. Also es ist ein Klon.
Gut, das ist wichtig, dass ihr das versteht. Dasselbe ist eben bei der B-Zelle mit dem Antikörper. Okay, jetzt gehen wir auf die Funktionen der Antikörper mal ein. Also, wie schon angesprochen, haben wir die Opsonisierung, also die Erleichterung, die Markierung der Oberflächen und somit eben die Erleichterung der Phagozytose. Dann haben die Antikörper auch noch die Funktion, bakterielle Toxine eben zu binden. Das wäre jetzt eben wichtig, wenn es diese bakteriellen Toxine eben anderen Zellen schaden würden und dadurch wird das eben verhindert. Dann ist eben auch die Komplementaktivierung, das haben wir schon gesehen, also das Komplement über den klassischen Weg wird hier aktiviert und das geschieht eben über Antikörper-Antigen-Bindung. Und da das nicht, ist es nicht dargestellt, jetzt habe ich das Bild noch reingebracht, das ist eben die antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität. Und das sind jetzt eben die natürlichen Killerzellen dazu fähig und auch die eosinophilen Granulozyten, nämlich über, hier haben wir eine Zellzelle, die präsentiert es irgendeinen Liganden und der Antikörper wird jetzt binden daran. Und der Antikörper selbst kann jetzt über einen Rezeptor, nämlich einen FC-Rezeptor, gebunden werden und dadurch kann jetzt die natürliche Killerzelle diese Zielzelle eben zerstören. Und bei der natürlichen Killerzelle ist das zum Beispiel das IgG, was gebunden wird und bei den Eosinophilen ist es das IgE. Okay, jetzt die verschiedenen Klassen und die spezifische Verteilung und der Aufbau. Beginnen wir mal mit dem Aufbau. Das solltet ihr auch wissen für das Seminar, das solltet ihr dann erkennen können. Also ihr seht, dass das IgM ein Pentamer ist. Also mehrere Immunglobuline sind dann mit einer J-Kette verbunden. Und das IgA, das kann auch liegt meistens als Dimer vor, kann aber auch als Monomer vorliegen. Und die anderen alle drei sind eben Monomere, wobei eben das IgE eben noch eine konstante Region mehr hat. Und jetzt bei der Verteilung, das IgM, dadurch, dass es so groß ist, wird es vor allem im Plasma vorkommen. Es ist auch hier eben das Immunoglobin, was eben als erstes ansteigen wird. Und die Halbwertszeit ist eben ca. 5 Tage. Es ist aber nicht so wichtig, dass euch das merkt. Dann beim IgG, das seht ihr hier in beige oder Hautfarbe dargestellt, dass es eigentlich überall davor kommt, im ganzen Gewebe und auch eben über die Plazenta an das Kind übertragen wird. Und das ist eben, wie wir schon gesehen haben, eben eine passive Immunisierung. Und es kommt aber auch in Körperflüssigkeiten vor. Also natürlich Plasma und in anderen Flüssigkeiten. Und das wird jetzt eben wichtig sein, gerade eben für die Sekundärantwort und eben das biologisch wichtigste Antikörperklasse und auch die häufigste im Plasma. Also die höchste Konzentration ist von IgG, dann IgA und dann IgM und dann IgD und dann E, glaube ich. Die Halbwertszeit ist eben 20 Tage. Jetzt ganz wichtig beim IgA, was das wird eben auch in der Muttermilch da wäre es eigentlich Baby, nicht Fötus, abgegeben und das nennt man eben auch passive Immunisierung. Das kommt jetzt eben in den ganzen Körperflüssigkeiten vor, also im Speichel, Tränenflüssigkeit und so weiter. Das seht ihr hier in Gelb dargestellt schön. Und IgE, das ist jetzt vor allem zellgebunden und hat dadurch auch eben eine hohe Halbwertszeit. Und an welchen Zellen wird jetzt eben IgE binden? Mastzellen, Eosinophile, Basophile, ja. Okay, das sind jetzt die Funktionen. Wenn ihr euch einfach merkt, was grundsätzlich die Funktionen von den Immunglobulinen sind, dann ist es schon gut. Aber doch vielleicht merken, dass das Immunglobulin-Gen viele Funktionen hat. Und dass das IgM eben vor allem für die Neutralisierung und für die Aktivierung des Komplementsystems zuständig ist. IgE wird jetzt eben sehr wichtig sein, eben auch für die Allergien, weil es aktiviert mir die Mastzellen und ist eben auch wichtig für die Abwehr von Parasiten. Und jetzt Immunglobulin-Klassenwechsel. Wir haben ja gesagt, am Anfang wird IgM produziert.
Aber danach kommt es zu einem Wechsel. Und wie geschieht das? Also wir werden jetzt, welche Region wird jetzt sich verändern? Eben diese FC-Region, also die nicht FC-Region, die C-Region wird geändert und es kann jetzt eben IgA, IgE oder IgG gebildet werden. Das habe ich vergessen zu sagen, das IgD, da weiß man noch nicht wirklich die Funktion, das ist aber auf der B-Zelle exprimiert. Welche Immunglobuline vor allem gebildet werden, sie haben ja auch unterschiedliche Funktionen, sie kommen auch in unterschiedlichen Bereichen des Körpers vor. Das entscheiden jetzt auch die Zytokine und die T-Helferzellen, also die zwei vor allem. Und jetzt ein wichtiger Mechanismus, im Endeffekt habe ich ja gesagt, dass diese variable Region gleich bleibt. Aber es entsteht auch eine somatische Hypermutation. Das entsteht jetzt aber nur bei der B-Zelle und die bewirkt, also es entsteht durch Punktmutationen in der variablen Region. Und diese Punktmutationen, wenn die an geeigneten Stellen passiert, dann können eben diese Antikörper noch wesentlich affiner werden, also die Bindungsaffinität steigt und dann werden genau diese Klone selektioniert. Das heißt, auch hier haben wir eben eine Erhöhung der Vielfalt von Epitoperkennungen durch diese Punktmutationen. Okay, Immunisierung, das solltet ihr wissen, ist auch wieder eine Seminarfrage. Also das ist eigentlich Immunität. Immunität ist eben, wenn der Organismus ausreichend Abwehrmechanismen hat, um eben vor einem Krankheitserreger zu schützen. Und Immunisierung bedeutet eben die Herbeiführung einer Immunität. Jetzt unterscheiden wir aktive und passive Immunisierung. Ihr müsst auch da Beispiele geben beim Seminar. Und bei der aktiven Immunisierung, da werden wir jetzt eben einen Antigenkontakt haben und es werden vom Organismus selbst die Antikörper gebildet. Der Vorteil ist eben, dass die Antikörper selbst gebildet werden, ist jetzt eben ein lange dauernder Schutz. Der Nachteil ist eben, dass es länger dauert, bis überhaupt dieser Schutz aufgebaut wird. Und es sind jetzt eben diese ganzen Impfungen, die eben im Impfprogramm sind, also Masern, Mumps, Röteln und so weiter. Und bei der passiven Immunisierung, da werden wir jetzt eben Antikörper zu dem Organismus zuführen. Das ist jetzt eben, wie das schon gesagt, während der Schwangerschaft oder der Stillzeit der Fall. Aber auch wenn es jetzt zu einer Infektion kommt und wir müssen akut den Patienten behandeln, dann würden wir eine passive Immunisierung durchführen und vielleicht eventuell zeitgleich auch eine aktive Immunisierung. Und das wäre zum Beispiel der Fall beim Tetanus. Vorteil ist eben dieser sofortige Schutz. Und der Nachteil ist eben, dass der Schutz verloren geht, weil wir ja gesehen haben, dass diese Antikörper auch eine begrenzte Halbwertszeit haben. Also sie werden abgebaut. Okay, das ist jetzt wirklich nur für die voll Interessierten und ich will das nur, dass ihr das euch zeigen, dass im Endeffekt jetzt die Therapien immer mehr diese neuen Erkenntnisse der Immunologie ausnützen, um neue Therapiemöglichkeiten zu haben. Und das wird eigentlich auf uns zukommen. Also wir werden immer mehr jetzt mit immunologischen, mit Medikamenten in Kontakt kommen, die die Immunologie ausnützen. Und das ist ein Beispiel, weil das auch sehr cool ist. Und dann ist es eben mit den Antikörpern. Also Blinatumomab, das ist eben ein bispezifischer Antikörper und der wird jetzt im Endeffekt an diesem CD3, also dieser von der T-Zelle, die T-Zelle exprimiert CD3. Ja? Und das ist jetzt ein Antikörper, der verbindet mir jetzt eben CD19, die auf der B-Zelle exprimiert wird, und die T-Zelle. Und wann wird das interessant? Eben wenn zum Beispiel diese B-Zelle bei der Leukämie die B-Zelle entartet und auf diese Weise kann jetzt diese T-Zelle ganz gezielt eben diese B-Zellen abtöten. Und das ist wirklich cool und das ist eben eine neue Therapie bei der ALL, also bei der akuten lymphatischen Leukämie. So. Jetzt machen wir nochmal die systemischen Zeichen durch eine Infektion und die lokalen Zeichen einer Entzündungsreaktion. Das wird jetzt eh recht einfach und dann seid ihr schon entlassen. Also, systemische Zeichen. Wir haben dieses Bild schon gehabt. Jetzt als Beispiel, damit ihr euch das merkt, eben der Makrophag schüttet jetzt eben viele Zytokine aus. Und diese Zytokine werden jetzt eben eine Neutrophilie bewirken. Das müsst ihr beim Seminar können. Dann auch Fieber und Produktion der Akutphaseprobleme.
Akutphaseproteine. Akutphaseproteine haben wir teilweise schon im roten Blutbild kennengelernt. Ich werde kurz dann auf das CRP eingehen. Schauen wir uns die Leukozytose an. Leukozyten, es gibt ja verschiedene Leukozyten, das heißt unter diese Bezeichnung fallen jetzt viele. Aber die häufigste Ursache der Leukozytose, also bitte über 11.000 Zellen, ich weiß nicht warum, aber ich habe das letztes Jahr bei einem Tutorial falsch gesagt, also bitte über 11.000 circa Zellen pro Mikroliter, bitte merken. Das ist jetzt eben die häufigste Ursache für eine akute bakterielle Infektion, die geht jetzt einher mit einer Neutrophilie. Warum? Weil unter die Zytokine jetzt auch koloniestimulierende Faktoren fallen, das heißt eben Wachstumsfaktoren. Und die werden jetzt bewirken, dass die Neutrophilen vermehrt gebildet werden. Und diese Bezeichnungen soll sie fürs Seminar können, nämlich diese Produktionsleukozytose, diese Verteilungsleukozytose. Also wir haben eine bakterielle Infektion und die bewirkt jetzt eine reaktive Linksverschiebung. Diese reaktive Linksverschiebung, die ist dadurch bedingt, dass eben vermehrt unreife Neutrophile gebildet werden. In dem Fall sind das zum Beispiel die Stabkernigen, also diese Vorstufe vor den Segmentkernigen. Und wenn die zum Beispiel über 5% sind, dann spricht man eben von einer Produktionsleukozytose. Aber es können auch die früheren sein, es kann auch der Metamyelozyt sein oder so. Und es kommt auch zu einem vermehrten Ausschwärmen natürlich von den Granulozyten aus dem Knochenmark. Und ein anderer Grund ist auch, warum die unreiferen Zellen eben ansteigen, auch prozentual, ist auch, weil die reiferen Zellen auch durch die Infektion im Endeffekt zugrunde gehen, also die Segmentkerne. Und bei der Verteilungsleukozytose haben wir jetzt keinen Anstieg von diesen unreifen Neutrophilen. Wir haben noch immer vermehrt reife segmentkernige Granulozyten. Und da habt ihr dann diesen einen Fall, wir kommen dann noch kurz drauf zu sprechen, von diesem Radfahrer. Und diese Leukozyten werden jetzt eben aus dem Knochenmark und aus dem Milz mobilisiert und deshalb kommt es zu einem Anstieg von den Neutrophilen. Und Ursache können jetzt sein eben körperliche, psychische Belastung oder auch bei der Schwangerschaft oder Neugeborene. Das solltet ihr euch vielleicht merken. Das ist auch ein Bild aus der Vorlesung. Es sind jetzt auch andere Ursachen. Also wir haben auch Gewebsinfarkt, zum Beispiel eine Pankreatitis oder ein Herzinfarkt kann auch eine Neutrophilie machen. Es gibt ganz viele Ursachen für eine Neutrophilie. Eine, die vielleicht mehrere Leute von euch eher betreffen würde, wäre zum Beispiel das Rauchen. Kann auch eine Neutrophilie machen. Und natürlich auch die Neoplasien, also die Leukämien können auch eine Neoplasie machen. Da werden wir jetzt eben noch wesentlich mehr diese ganz unreifen Formen sehen. Das ist bei der Linksverschiebung eher nicht so. Und wenn jetzt ihr noch da zusätzlich eine Basophilie habt, dann solltet ihr auf jeden Fall auch an einen Tumor vielleicht denken. Welche Zelllinie wäre wahrscheinlich erhöht bei einer Parasitose? Zum Beispiel bei einer Infektion mit einem Wurm. Was wäre das? Die Eosinophilie, genau. Andere Ursachen sind zum Beispiel Pilze, Allergien und auch maligne Erkrankungen. Ja? Und da will ich nochmal darauf aufmerksam machen, weil ich das vielleicht ein bisschen nicht so gut erklärt habe im anderen Tutorial. Also Atopie, unter Atopie versteht man eben vermehrt, die Bereitschaft vermehrt IgE zu produzieren. Und das geschieht eben, weil eben durch erogene, gastrointestinale, kutane Kontakt mit Stoffen. Ja, also zum Beispiel bei Asthma kann es sein, dass man eben vermehrt IgE bildet. Und das ist aufgrund dieser Verschiebung, dass eben vermehrt TH2-Helferzellen mehr gebildet werden als TH1-Helferzellen. Okay, das ist eben dieser Fall vom Seminar mit dem jungen Mann, dem es eigentlich gut geht und der kommt eben zum Arzt und da sieht man eben, dass er eine leichte Leukozytose hat. Und was sehen wir noch? Wir sehen, dass die Segmentkernigen relativ normal sind, dass die Stabkernigen auch normal sind und sonst ist eigentlich eh ziemlich alles ist normal. Und was könnte jetzt der Grund sein für diese Leukozytose? Was glaubt ihr? Also genau, und da steht, er verneint, meint aber, dass er sehr schnell mit dem Fahrrad gefahren ist, um sich nicht zu verspäten. Also das wird jetzt eben sein aufgrund der körperlichen Belastung, dass es da eben
zu einer Leukozytose kommt. Okay, Akutphaseproteine, wir haben schon ein paar kennengelernt im roten. Also, ich hoffe, der Falk schaut sich das nicht an, weil das ist seins. aber jetzt ist es eh nicht anschauen. Okay, Akutphaseproteine. ich sag's nichts, ja? So ein Video oben. Wie? So ein Video oben. Ja, das weiß ich schon, aber er schaut sich trotzdem nicht an. Ja, ich muss noch die Kappe. Ja, also, okay. So. Aber ich muss dazu sagen, dass ich letztes Jahr das mitgebracht habe und er hat es anscheinend irgendwie verloren. Aber das ist nicht das. So. Also, keine Ahnung. Okay, gut. Also, Akutphaseproteine. Da ist jetzt eben das Interleukin 6 wichtig, das ist jetzt nicht so wichtig, aber es werden eben bei der Entzündung Akutphaseproteine gebildet. Was bewirkt es bei der Blutsenkungsgeschwindigkeit? Sie ist erhöht, genau. Und wo werden die gebildet? Eben in der Leber. Und was haben wir kennengelernt für ein Akutphaseprotein zum Beispiel? Das Fibrinogen haben wir kennengelernt, oder nicht? Nein, haben wir nicht. Aber das Haptoglobin haben wir kennengelernt. Das steckt auch an. Wann ist das Haptoglobin niedrig? Ja, gut, bei einer Hämolyse. Dankeschön. Dann eben das CRP, das ist so wichtig, bitte merkt euch das. Das CRP, das C-reaktive Peptid, das ist eben, das bindet mir zum Beispiel an, eben an das Lipopolysaccharid und ermöglicht auf diese Weise auch die Phagozytose. Also die Akutphaseproteine haben unterschiedliche Funktionen, unter anderem eben auch die Erleichterung der Phagozytose und die Entzündungsreaktion. Und jetzt kurz zum Fieber, ganz kurz nur. Wir haben eben diese Interleukine, die ausgeschüttet werden und die bilden im Endeffekt dann im Hypothalamus vermehrt, also bewirken vermehrt die Bildung von Prostaglandinen. Und die Prostaglandinen sind wie gekoppelt, also eines von denen, GI gekoppelt. Das heißt, es führt, GI führt zu einer Senkung vom zyklischen AMP. Sehr gut. Und was wird jetzt passieren? Durch diese Senkung vom zyklischen AMP, und da weiß man noch nicht im Grunde, wie das eigentlich funktioniert, also vielleicht findet das jemand von euch später mal heraus, durch diese Senkung wird dem Hypothalamus sozusagen gesagt, okay, bitte den Sollwert der Körpertemperatur hochregulieren und es wird zu vermehrten Wärmeproduktion und Wärmekonservierung kommen, also zu Fieber. Und das Fieber hat jetzt eine wichtige Funktion. Es werden jetzt vermehrt Erreger schlechter wachsen. Wichtig jetzt zum Beispiel, damit ihr auch diesen Zusammenhang versteht, wie wirkt Aspirin bzw. Acetylsalicylsäure? Genau, es hemmt die Cox. Und das ist auch der Grund, warum es auch Fieber senkt. Weil es eben jetzt die Prostaglandinbildung hemmt. Okay. Ah ja, und Pyrogen heißt eben Induktion von Fieber, weil das Wort werdet ihr öfters begegnen. Okay, und das ist jetzt unser letzter Teil, nämlich die lokale Entzündungszeichen. Das sind eben diese Zeichen, die ihr können sollt, nämlich diese Hitze, Schwellung, Rötung, Schmerz. Das kennt ihr sicher alle schon. Ihr habt euch sicher schon irgendwo mal wehgetan oder was auch immer. Was wird das Ziel der Entzündung sein? Eben die Beseitigung des Entzündungsreizes und die Reparatur. Und das geschieht jetzt eben über Freisetzung der Entzündungsmediatoren. Und wie diese Kardinalsymptome zustande kommen, das werde ich jetzt gleich erklären, das solltet ihr auch erklären können. Und es können eben auch systemische Zeichen entstehen, wie Fieber eben zum Beispiel, was ihr gerade vorhin gesehen habt. Also, das ist auch eine super Zusammenfassung, um sich das alles wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nämlich, wir haben einen Gewebeschaden. Und der wird jetzt eben das Komplementsystem aktiviert. Das Komplementsystem aktiviert mir jetzt auch wiederum andere Zellen, zum Beispiel Mastzellen, das wird zu Histaminfreisetzung kommen. Und Histamin, wie wirkt das auf die Gefäße? Es wirkt vasodilatierend. Auch die Komplementfaktoren werden ebenfalls
auch auf die Gefäße wirken, auch vasodilatierend und auch natürlich als Chemokine wirken. Dann werden auch zum Beispiel Bakterien eintreten, Makrophagen werden aktiviert und es werden vermehrt Prostaglandine, die auch vasodilatierend wirken. Und die Vasodilatation, was bewirkt das? Es wird vermehrt jetzt, also erstens die Rötung, die vermehrte Durchblutung, ja, und die Überwärmung. Und andererseits auch die Schwellung, weil es wird jetzt mehr Flüssigkeit austreten, mehr Plasma wird austreten. Warum? Weil wir wollen ja auch mehr, was weiß ich, eben Komplementfaktoren und wir wollen mehr, dass diese Leukozyten ins Gewebe gelangen, um den Gewebeschaden eben zu reparieren. Und jetzt werden auch mehr diese Adhäsionsmoleküle exprimiert, unter anderem eben zum Beispiel durch die Prostaglandine oder die Interleukine und die Komplementfaktoren. Und wie kommt der Schmerz zustande? Durch Sensibilisierung der Nozizeptoren. Also die Nozizeptoren werden eher feuern, werden eher depolarisiert und das geschieht zum Beispiel über die Prostaglandine, diese Sensibilisierung. Und so kommen diese Kardinalsymptome im Endeffekt zustande. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe, nur für euch zusammengefasst. Und das war's. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich noch kommen.